Eins, zwei, drei, vier. Die CD-ROM kann nicht der Anspruch der Digitalisierung in Deutschland stehen. Und die CD-ROM steht hier für zwei zentrale Herausforderungen, über die wir heute schon gesprochen haben. Einerseits sind das 20 Aufnahmen von meinem Kopf aus der Magnetfeldresonanztherapie, die innerhalb von 4 Jahren aufgenommen worden sind. In dem Video habe ich Ihnen gerade erklärt, dass ich Krebspatient bin. Das gilt aber für alle Patienten, die eine chronische Erkrankung haben und Dokumente und Datenträgern von Arzt A zu Arzt B tragen müssen. Sie müssen vom Radiologen zum Onkologen, Sie müssen vom Kardiologen zum Onkologen und Ihr Hausarzt möchte da vielleicht auch noch etwas mitreden.